Moin Leute und willkommen zurück zu Lisa. Und ja, wie schon angekündigt, heute werden wir Inseln besuchen. Und dafür werden wir erstmal den Truckies zurück auf die zweite Ebene fahren. Und die Frage ist immer, was ist das eigentlich für ein Teil? Warum kann ich es eigentlich immer noch nicht aufmachen? Aber ich habe zum einen ein bisschen recherchiert und rausgefunden, dass man. Was, wie man bei Garbage Map, bei Garbage Island weiterkommt, mit der Garbage Map natürlich. Achso, muss ich erstmal benutzen. Ja, erstmal würde ich gerne mal zu der Garbage Map. Und wir fahren dann mal dahin. Denn, wenn ihr euch erinnert, da stand der Typ auf der Insel und hat gesagt, ich mag deinen Geruch nicht. Und ich dachte mir schon, da muss man ja irgendwie stinken. Aber ich dachte eigentlich, dass das irgendwie Story belassen ist, irgendwie, dass man das irgendwie macht. Aber tatsächlich muss man einfach nur eine alte Socke tragen oder irgendwas Ekliges essen. Und damit man halt einen schlechten Geruch hat. Jetzt sehen wir mal, was da abgeht. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas Gutes zu holen, auch wenn es jetzt nicht mehr. Das ist eher so eine Nebenstory, die ich jetzt verfolge, sozusagen, aber warum nicht? Und dann gibt es ja noch eine andere Insel, die man ja auch noch untersuchen kann. Nein, das wollte ich gar nicht. Da ist dieser Typ. Er so, er mag meinen Geruch nicht. Jetzt kann ich aber hoffentlich den nach der Logik und den nach dem Walk. Fru, den ich besucht habe, einfach die alte Socke anlegen und dann müsst ihr meinen Geruch mögen. Hey Kumpel, hab dich noch nie hier gesehen. Du siehst cool aus. Bitte komm rein. Bitte komm rein. Oh Mann. Willkommen auf Garbage Island. Ich fühle mich wie zu Hause. Was ist das denn für ein? Ich bin der größte Kart Racer der Geschichte. Du wirst mich niemals besiegen. Okay. Ich akzeptiere dich immer noch nicht. Du weißt nicht, was es ist, wie es ist, auf dem Müll zu leben. Da stand einer? Ich habe nur aus Versehen geklickt eigentlich gerade, aber okay. Da stand einer. Möchtest du dich für ein Kartrennen entscheiden? Das kostet. Kart Race? Es ist die spannendste Sache ever. Es ist ein Zwei-Mann-Rennen zur Ziellinie. Das wollen wir versuchen. Das kostet nur 10 mehr extra. Ja, versuchen wir es mal, ne? Was? Okay, so dachte ich mir jetzt im Kaderrennen nicht, aber warum nicht, ne? Einkaufs. Hey. Ich kann nichts machen. Ah, doch. Och, ernsthaft? Alter, ich muss die ganze Zeit A spammen, wie wahnsinnig. Scheiße, das ist zu spannend für mich. Zu spannend. Was ist das für ein Scheiß? Komm schon, ich überhole ihn. Und alle gucken zu. Nein, ich darf mir die Schande nicht geben. Ja, ich hoffe, das Ding, das da im Weg liegt, liegt nicht wirklich im Weg, sondern ich kann es auch beenden. Ja, komm. Ich habe 20 Max gewonnen. Puh, nicht beeindruckt. Alter. Nein, ich wollte nicht. Scheiße. Okay, wir machen dasselbe nochmal, aber diesmal gegen den anderen. Und das wird scheinbar immer schwerer. Warum foltert mich Lisa immer so? Erst dieses Fitnesstraining und jetzt dieser Scheiß. Und für solche Fälle, meine Lieben, braucht man ein Makro für einen Controller. Ist doch immer schon gut, die A-Taste bei einem Controller auszuleiern. Boah. Ich hasse es. Ich meine, gegen den habe ich locker. Gegen den gewinne ich ja locker. Aber ich denke, das wird noch wesentlich schwieriger. Was auch immer. Er ist gut. Er ist okay. Ich mache gerne nochmal eine Runde gleich für euch. Auch wenn euch das wahrscheinlich genauso wenig interessiert wie für mich. Aber erstmal ein bisschen umgucken hier.
Also ein Weg, der gefährlich ist zu der Bar. Nur echte harte Kerle können lang genug leben, um dahin zu kommen. Lachen für Lachen ist überall bekannt. Was? Böse bekannt. Lachen ist toll und hat der Tränen im Gesicht? Also, das ist ja so ein Gangster-Klischee, dass die Leute sich eine Träne ins Gesicht tätowieren, wenn sie jemanden umgebracht haben. Und der hat eine Träne im Gesicht, das finde ich irgendwie lustig. Also nicht, dass er jemanden umgebracht hat, aber naja, ihr wisst schon, was ich meine. Manchmal ist es okay, sensibel zu sein. Das ist ein nackter Typ, der im Einkaufswagen sitzt und eine Katze auf dem Kopf hat. Wieso komme ich nicht auf so einen Scheiß? Hey Außenseiter, um ehrlich zu sein, ich mochte den Weg, wie du vorher gerochen hast. Hast du diese Insel? Was ist, wenn ich diese Socke jetzt wieder abziehe? Eigentlich. Nee, das wollte ich gar nicht. Was hab ich denn Brad verpasst gehabt letztes Mal? Ach, wird schon stimmen, ist egal. Ach, jetzt redet er nicht mit mir. So ein Arschloch. Ich dachte, er mag mich. Was ist das für eine verfickte Insel, Alter? Das ist ja fast realistisch, was du von den... Okay, das ist völlig normal und absolut nicht ungewöhnlich. Oh mein Gott, ein Mülleimer-Mann. Just why? So, der Junge ist weg. So, die Typen können sich also immer im Müll verstecken, das ist natürlich gefährlich. Ja, ich sag's ja. Boah, Junge, die sehen alles gleich aus, voll die Zwillinge. Okay. Mal serious business hier. Mehr oder weniger. Und der ist weg. Mal wieder. Achso, das ist das Geräusch. Hört sich nicht nach Metall an, wie ich finde. Hört sich eher so an, als ob man, keine Ahnung, auf Flaschen balancieren würde. Okay, immerhin kein Mülleimer, Mann. Diesmal ein Kühlschrank-Guy. Lunatic Fridge. Der war jetzt ziemlich agil für den Kühlschrank. Yay, und wieder 9 Max. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Parfüm aber sogar. Geil. Was macht Parfüm auf einer Müllinsel, wo alle eklig riechen wollen? Aber naja. Was ist das für ein Parfüm? Och man, was ist denn hier los, ey? Ja, das bringt ja ganz. Warum sollte ich für die Typen ernsthaft SP verwenden? Schockdot kann ich ja nichts anderes machen und bei Brad ist es egal, weil der kann sich ja sowieso wiederholen, aber die machen ja keinen Schaden, die Jungs. Diese laufenden Kühlschränke und diese komischen Müllmänner. Warum greifen die mich eigentlich an? Was habe ich denn getan? Ich habe nichts gegen Kühlschränke. Und Müllmänner sind auch ganz praktisch. Was zur Hölle? Lunatic Box. Die Entwickler waren hier sehr kreativ mit den Namen. Auch noch einer, immerhin treffe ich ihn nicht auf dem Rückweg dann. Ach, alter Schwede.
Einfach mal alles angreifen. Das Teil müsste gleich weg sein. Naja. Das war jetzt irgendwie blöd, aber naja. Das war's dann auch. Hätte ich doch Feuerball machen können. Oh, ich drücke die ganze Zeit A, um zu gucken, falls da irgendwo Loot oder so ist. Also irgendwas Geiles so versteckt im Müll. Weil man weiß ja, ne, was andere Leute wegwerfen, können manche Leute nur noch gebrauchen. Was ist das jetzt bitte? Da war eine Flasche. Da war eine Flasche, ja. Und ich habe mich zielgerichtet auf die Flasche gestürzt, aber leider hat sich der Kühlschrank zielgerichtet auf mich gestürzt. Das Spiel ist so abgefuckt, mal ganz ehrlich. Wer macht sowas? Aber ich muss lustig und traurigerweise sagen, das ist nicht das schlimmste Spiel, was ich gespielt habe von der Idee her. Und wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, welcher Typ entdenkt sich einen italienischen Klempner aus, der durch Rohren kriecht und Pilze frisst und Schildkröten zertrampelt und seine Prinzessin retten muss. Aber naja. Ich könnte jetzt sagen, Story of my life, aber nein, in diesem Fall nicht. Nochmal, noch einer. So, kann es sein, dass die zufällig erscheinen und gar nicht geplant? Also, dass die gar nicht erst in Position sind. Ich mache mal Horse Dance mit ihm. Oh, und Big Shock ist schon mal für den Arsch. Mit ihm hätte ich sparen sollen mehr. Ich weiß nicht, was das ist, aber ich möchte es gerne töten. Ich habe eine ungesunde Einstellung zum Töten, muss ich sagen gerade, aber ist es okay? Für mich zumindest, nicht für die anderen, die ich töte. Aber ja, das könnte schwierig werden, weil ich nichts für Schocklaut habe. Aber der muss dann gucken, was er macht. So, was ist das für ein Ding? Georgie. Okay. Hallo, Georgie. Sollte ja eigentlich stark genug sein, um das Ding wegzuhauen, weil auf nach Garbage Island kann ich schon wesentlich früher aus, und ist das Ding gerade gestunt. Thanks to Brad. Stimmt, wie ist er nochmal? Ich habe gerade Neil oder Null oder ihr wisst schon, den Typen, der am Anfang immer so viel gelabert hat. Der konnte ja Mana wiederherstellen. War gar nicht schlecht, aber ich wollte nicht zwei Support-Charakter in einem Team haben. Also, Support in Meinung von, die können nur heilen und sonst nichts, so ungefähr. Und ein bisschen anderen Schabernack treiben. Und mit dem hier wollte ich nochmal versuchen zu stunnen, weil stunnen ist ja immer gut, wie man ja so ziemlich in jedem RPG kennenlernt. Wir machen hier den Guard und hier schießen wir mit der Wasserkanone. Und er ist wieder gestunt. Nice! Und ja. Ich habe genau 80 da. Ich glaube, da mache ich nichts mit Terry in dem Sinne. Sondern hebt mir das auf. Jetzt nochmal irgendwann Heilung hoch. Die große. Und er ist schon wieder nicht mehr gestunt. Dann machen wir dasselbe nochmal. Ja, das könnte ein bisschen länger dauern, dieser Kampf, glaube ich. Er schon wieder direkt nicht mehr gestunt. Okay, er ist immer noch nicht gestunt, aber ich muss jetzt unbedingt mal Mana wiederherstellen. Vielleicht sollte ich Terry doch angreifen, ich weiß es nicht. Ich kann natürlich auch eine Random Portion benutzen, aber das wäre irgendwie Verschwendung.
Und sonst habe ich noch Heil-Items. Ich brauche mal wieder mehr Sachen, die SP regenerieren. Kann ich hier vielleicht mit ihm hier irgendwie stunnen? Oh, so ein Papierschnitte sind immer gut. Ja, er blutet immerhin. Okay, das war ein creepiger Schrei und ich verstehe, warum die Jungs eingeschüchtert sind. Na toll, der Bluteffekt 95. Das hat ihm jetzt den richtigen Rest gegeben, ernsthaft. Oh Mann. Okay, du armes Wesen, ich habe dich irgendwie erlöst. Auch wenn du vielleicht nicht erlöst werden wolltest, aber ich habe dich erlöst. Was ist das für ein Freak schon wieder hier? Tom Brightside Miller. The Brightside. Breitseite. Ist ein Schussmanöver. Fällt mir gerade ein. Und wer hat's erfunden? Genau, mein Namensverwandter. Francis Drake. Der hat nämlich die volle Breitseite erfunden. Okay, er hat sich einfach das Leben genommen. Das war auch für die volle Breitseite. Look on the bright side. Achievement freigeschaltet. Nice. All these. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt eigentlich, es ist okay, aber wir gucken nochmal hier in Ollies rein. Das ist eine Bar. Whatever. Ein Kunde? Ich habe keinen Kunden seit Jahren gehabt. Ich habe diese Bar für ein... Was? Von meinem City Slicker? Weiß ich jetzt nicht. Was eine schlechte Entscheidung. Ich habe lieber auf Müll und Seewasser für eine lange Zeit. Ich möchte abhauen, aber ich verliere mich die ganze Zeit im Müll. Kann man das so sagen? Ich verirre mich die ganze Zeit im Müll. Ich habe das Wort gesucht gerade. Und abgesehen davon, meine Augen sind im Porno. Ich habe Pornomag Schuld, also Pornomagazin Schuld. Seine Schulden bezahlen? Was? Zwei Magazine schuldet er. Oh, cool. Ich bin endlich frei von dieser Schuld. Jetzt habe ich nur noch andere 7 andere Leute, die ich nutzen kann. Ich schulde dir alles. Tja, das nenne ich ein günstiges Gruppenmitglied. Olli. Das ist irgendwie schräg, aber okay. Ja, so schnell kann man einen Gruppenmitglied kriegen. Ach, hier ist auch schon Ende im Gelände. Das Gute ist, wenn ich hier übernachte, kann mein Typ eigentlich nicht entführt werden, weil wie sollen die Typen auf die Insel kommen? So gesehen. Also daher lege ich mich doch gerne mal hin und hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Scheint nichts Schlimmes passiert zu sein. Nice. Ja, und das war dann auch mal wieder Lisa eigentlich für die Folge. Das war also Garbage Island. Endlich hat man es mal gesehen, ne? Dann am Ende kommt vielleicht noch mal ein kleines Rennen gegen... Also ein Einkaufswagenrennen in der nächsten Folge, weil das kann man ja gucken, wie weit ich da noch komme irgendwie. Erstmal muss ich wieso zurücklaufen, aber das mache ich dann schon irgendwie. Und dann sehen wir in der nächsten Folge wieder, wie ich auf die andere Insel gehe, auf die Resort Map. Also Resort Map heißt die Karte, die ich dafür benutze, also daher, naja, ihr wisst schon, was ich meine irgendwie. Also daher, macht's gut, bis dahin und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt, Lisa, haut rein.